Morgen. Morgen. Oh, du siehst noch ein bisschen müde aus. Schlecht geschlafen? Mega schlecht. Eigentlich auch kein Wunder. Schließlich haben wir Vollmond. Diesen Satz haben sicherlich schon viele von uns gehört, oder? Doch was antwortet man darauf? Dass ein Verdunklungsrollo oder Vorhänge dem Ganzen Abhilfe schaffen könnten? Unterschiedliche wissenschaftliche Studien haben sich bereits mit dem Phänomen Mondsensibilität beschäftigt und sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Wenn überhaupt, dann haben die Mondphasen nur einen sehr, sehr leichten Einfluss auf unseren Schlafrhythmus. Im Gegensatz dazu gibt es aber sehr viele sehr interessante Fakten zum Mond, und von denen habe ich mir fünf für dieses Video rausgesucht. Los geht's! Mond ist streng genommen gar kein richtiger Name. Es handelt sich vielmehr um die Bezeichnung eines ganz bestimmten Typs von Himmelskörper. Genauer geht es um Himmelskörper, die keinen Stern, so wie unsere Sonne, sondern einen Planeten umkreisen. Und dabei ist dieser Planet um einiges größer als der Mond. Die meisten uns bekannten Monde in unserem Sonnensystem hat derzeit Saturn. Merkur und Venus hingegen haben keinen Mond. Und insgesamt sind uns in unserem Sonnensystem derzeit über 200 Monde bekannt, die einen Planeten umkreisen. Und dabei gleicht keiner dieser Monde einem anderen Mond. Es gibt große und kleine Monde, Eismonde, vulkanische Monde, sogenannte Schäfermonde, unregelmäßig geformte Monde, Monde mit und ohne Atmosphäre, Monde, die sich Unser Mond ist zwar manchmal richtig hell, wir erinnern uns an den Dialog vom Anfang dieses Videos, doch er leuchtet gar nicht selbst. Er wird lediglich von der Sonne angestrahlt und reflektiert ihr Licht. Betrachten wir unseren Mond einmal einen ganzen Monat lang und beginnen bei Neumond, also dann, wenn wir den Mond gar nicht sehen können. Dann nimmt der Mond zunächst zu. Wir sehen eine schmale Sichel, eine Woche später einen Halbmond und schließlich einen Vollmond. Und anschließend nimmt der Mond wieder ab, bis er wieder für uns unsichtbar ist und wir wieder beim Neumond angekommen sind. Eigentlich ist es aber gar nicht der Mond, der zu- oder abnimmt. Der Mond ist jederzeit als komplette Gesteinskugel anwesend. Er wird nicht größer, er wird nicht kleiner und natürlich verschwindet er auch nicht einfach. Lediglich der Teil der Mondoberfläche, der für uns sichtbar das Sonnenlicht reflektiert, der ändert sich. Da sich die Himmelskörper bewegen, sehen wir auch immer unterschiedliche Teile der Mondoberfläche. Und nicht immer die komplette Tagseite. Denn sonst wäre für uns jede Nacht Vollmond. Worauf wir uns hoffentlich alle einigen können, ist, dass die Erde auf ihrer Umlaufbahn innerhalb eines Jahres um die Sonne kreist und gleichzeitig etwa 24 Stunden, also einen Tag, braucht, um ihre eigene Achse zu rotieren. Um das Ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen, nehmen wir jetzt den Mond hinzu, der sich um die Erde bewegt. Und jetzt brauche ich eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Es folgt nämlich eine sehr, sehr wichtige Information mit anschließender Quizfrage. Wir von der Erde aus sehen immer die gleiche Seite des Mondes. Achtung, Frage.
rotiert der Mond ebenfalls um seine eigene Achse? Überraschung, die Antwort ist ja. Und das Geheimnis dahinter ist, dass der Mond in der gleichen Zeit, in der er einmal die Erde umrundet, auch um seine eigene Achse rotiert. Für beides benötigt er ungefähr 28 Tage. Und man spricht hierbei von der sogenannten gebundenen Rotation. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch das Ganze jetzt mal anhand von Styroporkugeln. Wir haben hier unsere Erde und hier unseren Mond. Und die Seite vom Mond, die wir betrachten, habe ich markiert, damit wir auch immer gucken, dass wir auf die gleiche Seite schauen. Und wir vereinfachen das Ganze noch ein bisschen mehr und stellen uns vor, dass der Mond innerhalb eines Vierecks um die Erde wandert. Wir wissen, ein Viereck hat vier Seiten und vier Ecken und wir starten in Ecke Nummer 1 und gucken halt auf diese Seite des Mondes von der Erde aus. Der Mond wandert jetzt die erste Seite des Vierecks ab zur nächsten Ecke und dreht sich dabei ein Viertel um sich selbst. So, dass der Pöppel, der blaue, wieder zur Erde zeigt. Dann wandert der Mond die zweite Seite des Vierecks ab, also das zweite Viertel, und dreht sich ebenfalls wieder um ein Viertel. Und Überraschung, wieder zeigt der blaue Pin zur Erde. Der Mond wandert die dritte Seite, also das dritte Viertel, um die Erde und dreht sich wieder um ein Viertel um sich selbst. Auch hier wieder der Pin zur Erde. Und um das Ganze komplett zu machen, brauchen wir natürlich noch die vierte Seite des Vierecks und das vierte Viertel der Mondumdrehung. Und auch hier gucken wir wieder auf die Seite, wo der Pin ist. Das heißt also, wir sind jetzt vier Viertel um die Erde gewandert und haben uns viermal um ein Viertel, also als Mond, um uns selbst gedreht. Ihr könnt euch also, wie gesagt, merken, die gleiche Zeit, die der Mond benötigt, um einmal um die Erde zu wandern, benötigt er auch, um sich einmal um sich selbst zu drehen. Und deshalb schauen wir immer auf die gleiche Seite des Mondes. Bei den folgenden Informationen handelt es sich streng genommen nicht um einen Fakt, sondern um eine weit verbreitete wissenschaftliche Theorie. Und zwar geht es darum, dass der Mond wohl mal Teil unserer Erde war. Und ihr fragt euch zu Recht, wie haben Wissenschaftler so etwas herausgefunden? Eigentlich ganz einfach. Sie haben das Mondgestein, was während der Apollo-Missionen vom Mond auf die Erde transportiert wurde, untersucht und dabei sehr große Ähnlichkeiten zu dem Gestein auf unserer Erde festgestellt. Zum Beispiel konnte das gleiche Alter von Mondgestein und dem ältesten Gestein auf der Erde nachgewiesen werden. Folgendes Szenario halten Wissenschaftler für realistisch und sehr wahrscheinlich. Als unsere Erde noch sehr jung und noch nicht erkaltet und die Oberfläche entsprechend noch nicht ausgehärtet war, muss ein sehr großer Himmelskörper mit ihr kollidiert sein, hat einiges an Material aus der Erde herausgerissen und das hat sich dann zu unserem Mond geformt. Zwar gibt es keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass der Mond tatsächlich Einfluss auf unseren Schlafrhythmus hat, dass er aber unsere Erde ganz entscheidend beeinflusst, das steht fest. Wenn zwei Himmelskörper umeinander kreisen, üben sie eine gegenseitige Anziehung aufeinander aus. Auch zwischen Erde und Mond herrschen sogenannte Gravitationskräfte. Ebbe und Flut werden durch Gezeitenkräfte und ebenfalls durch das Zusammenspiel zwischen Erde und Mond hervorgerufen. Und außerdem hat der Mond einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, wie schnell die Erde um ihre eigene Achse rotiert.
Er bremst sie nämlich ab. Wenn ihr wissen wollt, wie das Leben höchstwahrscheinlich ohne unseren Mond auf der Erde wäre, dann empfehle ich euch das entsprechende Video von Tim Ruster und seinen Astro-Comics, das ich euch hier gerne verlinke. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Informationen zu unserem Mond geben. Am Ende möchte ich euch noch ans Herz legen, den Mond nicht nur mit bloßem Auge zu beobachten, sondern auch ruhig einmal durch ein Fernglas oder sogar durch ein Teleskop. Ihr werdet erstaunt sein, welche Details man auf dem Mond damit entdecken kann. Ansonsten würden wir uns von der Sternwarte Aachen natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert und auch all euren Freunden davon berichtet. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüssi!